Ball, die 9,9, das bringt sie im Augenblick in Führung. Aber noch steht ja neben Michaela Ziegler die große Favoritin Oksana Skaldina aus. Die beiden letzten Teilnehmerinnen zunächst Michaela Ziegler. Kleine Rechnung wiederum, um Silke Neumann zu übertreffen, müsste sie eine 9,65 erreichen, um mit Sandra Schöck gleichzuziehen, eine 9,55. Rückwärts aus dem Doppeldurchschlag, nicht einfach. Kommt ein sehr hoher Wurf. Leider nicht ganz gefangen. Das wird die Dreifachsprungbahn, die immer drin sein muss. Jawohl. Eine Hüpferserie, drei Stück müssen drin sein, wie schon erwähnt. Doppelte Taucherdrehung, damit hat sie die Höchstschwierigkeit mit den Drehungen abgedeckt. Oh. Schade. Tja. Ja, ja. Ja. Also wird es wohl so sein, dass die beste bundesdeutsche Teilnehmerin die jüngste sein wird, Sandra Schöck, nach diesem Fehler von Michaela.